Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und in diesem Moment gibt der Schiedsrichter die Partie frei. Bocholt stößt an, ganz in Weiß von rechts nach links. Viel Spaß. Erste vielversprechende Aktion, erster Abschuss aber gut verteidigt. Farko holt sich den Ball nochmal und Abschluss. Marc Beckert. Nicht mal eine halbe Minute gespielt. Farko macht den Ball nochmal heiß und dann ist Beckert mit der ersten Duftmarke. Und Ahlen auf der Gegenseite. Coleman. Langer Ball in den Rücken der Abwehr, ist kein Abseits. Und dann fehlt nicht viel. Spiegeln sich quasi. Dementsprechend viele 1 gegen 1 Duelle erwartet. Jetzt mal so ein langer Ball, unglücklich wieder Coleman. Abschlusschance und er ist nicht drin. Eckball. Pedro Cheas mit der sehr, sehr guten Gelegenheit. Coleman macht den Ball nochmal so richtig heiß, dann ist die Finte gut von Cheas und ganz am Ende ist Lukas Fox noch dran, klärt zur Ecke. Ja, Flanke ist nicht schlecht und Coleman. 26. Minute. Die Gäste mit dem nächsten Hochkaräter. Und den kann Coleman machen. Durchaus. Hat die letzten beiden Spielzeiten bei den Gästen gespielt. Und dürfte entsprechend motiviert sein. Schubin. Nochmal nach außen gespielt und Tor! Marvin Lorch. 48. Minute. Bocholt führt mit 1:0. Und Lorch leitet es ein und dann kommt der Ball unfreiwillig nochmal zu ihm zurück. Bleibt dann eisekalt vor Brüsicke. Aber den Doppelpass, den hat er vom Gegner erhalten. Unfreiwillig. Warum nicht? Traumtor. Jan Holdak gegen seinen Ex-Club nimmt Maß. Marke Traumtor. Ja, was für ein Start für Bocholt. Fans sind da. König, nein, er wird doch nicht. Doch! 3:0! Drittes Tor innerhalb von 3 Minuten. Ja, das glaube ich ja nicht. Ganz simpel durchgesteckt. Und dann hat König nur noch Brüsicke vor sich. Macht das cool, schiebt ihn rechts unten ein. Und der Hünding bebt. Holdak. Super Seitenwechsel. Viel Platz. Immer noch viel Platz und Tor!
4-0. Marvin Lorch, Doppelpack. 4-3. Einige Angebote, aber Lorch sagt, ich mach's selbst. Und wer trifft, hat recht. Die alte Regel. Ecke Tankulic. Bleiben am kurzen Pfosten hängen. Tankulic, Doppelpass mit Cicciarelli. Wieder Cicciarelli. Nicht schlecht. 62. Minute. Sie spielen's schnell und direkt. Doppelpass, Tankulic, Cicciarelli, der neue Mann. Und dann versucht das in der kurzen Ecke. Der Rückstand auf diese Teams nochmal angewachsen. Jetzt vielleicht nochmal. Eckball. Kurzes Durcheinander. Und Holdak klärt. Konter. 4-4. Gut gespielt. Und Tor. 5-0. Nicolas Hirschberger. Und sie spielen's Karo einfach. Super durchgesteckt. Und dann hat Hirschberger keine Mühe zu vollenden. Feysulau. Immer noch Feysulau. Hat jetzt viel Grün vor sich. Und nimmt Lunga mit. Immer noch Lunga. Hirschberger. 85. Minute. Fast der Doppelpack von Nicolas Hirschberger. Und jetzt ist Schluss hier am Hünding. Der erste FC Bocholt gewinnt dank einer furiosen zweiten Halbzeit mit 5-0. Das war cool, Marcel. Habt ihr davon eine Playlist oder sowas? Playlist gibt's hier. Mega! Habt ihr noch andere Videos? Irgendwie irgendwas Cooles? Ja, letzte coole Video gibt's hier. Ach da! Ja klar. Ja. Und dann würde ich euch, glaube ich, abonnieren. Geht das auch? Abo geht auch. Ja. Abo, können wir da. Da ist es. Danke, Marcel.